Wachstumsregion Westmecklenburg. Aktuelle Wirtschaftsthemen aus unserer Region. Wachstumsregion Westmecklenburg. Das TV-Magazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin. Herzlich willkommen aus dem Ludwig-Bölkow-Haus in der Landeshauptstadt Schwerin zu einer neuen Ausgabe unseres IHK-Magazins. Das Thema heute: Von wegen Garage. Wie Start-ups in Westmecklenburg gründen. Unsere Gäste sind Klaus-Uwe Scheifler, Leiter Existenzgründung und Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt bei der IHK zu Schwerin. Und Michael Mais. Er ist Prokurist bei der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern mit viel Expertise rund um das Thema Existenzgründungen. Für unseren Sender begrüßt sie Thomas Böhm. Liebe Zuschauer, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Wachstumsregion Westmecklenburg. Ein spannendes Thema: Start-ups. Start-ups in Mecklenburg-Vorpommern. Und Sie haben es gehört, das ist mehr als Garage. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein kleiner Film dazu. Gabler Wirtschaftslexikon, Definition: Start-up. Junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee, häufig in den Bereichen Electronic Business, Kommunikationstechnologie oder Life Sciences, mit geringem Startkapital gegründet werden. In Westmecklenburg-Vorpommern haben die Akteure der Landes- und Kommunalpolitik und der IHK zu Schwerin die Potenziale von Start-ups längst erkannt und fördern junge Gründer mit vielversprechenden Geschäftsideen. So könnte es losgehen mit der Teilnahme an einem der zahlreichen Gründerwettbewerbe im Land. In den Hochschulen und Universitäten gibt es schon für Studenten und Absolventen Hilfe für potenzielle Gründer. So auch an der Hochschule Wismar. In den Gründerzentren werden Räume, IT-Infrastruktur und Beratung geboten. In Westmecklenburg gibt es in Schwerin das DIZ, das Digitale Innovationszentrum. In Wismar hat die Landesregierung den Innovation Port eingerichtet. Ganz wichtig, die Partner für die Finanzierung einer Geschäftsidee. Die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern MBMV mit Sitz in Schwerin und die landeseigene Risikokapitalgesellschaft Genius Venture Capital kümmern sich um die Finanzierungen von Startups. Und wenn gegründet wurde, brauchen die Akteure familiäre Netzwerke. Im Land sind das zahlreiche Start-up-Initiativen und Events. Sie bieten Plattformen für Gründer und Gründerinnen auch aus Westmecklenburg, in der Region, landes- und bundesweit und sogar international. Ja, da sind wir wieder. Herr Mais, steigen wir ins Thema ein. Finanzielle Mittel sind für die Start-ups, diese Ideen, die wir eben im Film auch ein bisschen beschrieben haben, die sind dann die Grundlage dafür. Wie ist Ihre Institution damit involviert, wenn man so will? Also unsere Institution, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, hatte sich anfanglich den Fokus gestellt, etablierte Unternehmen in diesem Lande zu fördern. Wir haben aber gemerkt, dass andere Bundesländer seit 2010 sehr stark im Start-up-Bereich tätig werden. Und deshalb haben wir intensiv mit dem Wirtschaftsministerium zusammen einen Innovationsfonds gegründet, den wir 2015 ins Leben gerufen haben mit 14,4 Millionen. Und wir haben festgestellt, nach 3 Jahren war der ausplatziert. Das Wirtschaftsministerium hat daraufhin mit uns gemeinsam einen zweiten Fonds platziert mit 15 Millionen, den wir auch fast jetzt in der Förderperiode ausplatzieren konnten. Das heißt, wir haben über 60 Unternehmen in diesem Lande eine Existenz schaffen können im Start-up-Bereich, was letztendlich noch hinter anderen Bundesländern hinterherhinkt. Aber unsere Fokussierung war darauf, auch zu zeigen, dass Mecklenburg ein Innovationsland ist. Und das, glaube ich, haben wir geschafft. Ja, erstmal ganz wichtig, Herr Scheifler, wie wichtig sind diese Start-ups für Westmecklenburg? Kann man da sonst schon mal eine Bilanz ziehen, was in den letzten 30 Jahren so entstanden ist auf dem Markt? Also es ist gut, dass Sie auf die letzten 30 Jahre hinweisen. Wir haben erstmal die normale, klassische Entwicklung gehabt mit den klassischen Unternehmensgründungen etc. Der Markt hat sich verändert, der hat sich weltweit verändert. Und ich rede jetzt nicht über die Unternehmen dann aus dem Silicon Valley, aber das ist ein Trend, der dann auch hier 2010 begann. Wir haben ihn rechtzeitig erkannt und der zentrale Punkt war, wir müssen die
möglichen Risiken, die gerade die Kreditwirtschaft sieht, begegnen, indem wir dann neue Finanzierungsmodelle dann auflegen, damit wir dann hier auch in Westmecklenburg in den Bereich der Startups in die Bewerbung reingehen können und dann auch sagen können, halt stopp, auch hier im Land zum Leben kannst du ein Google, ein Facebook, ein Apple oder ähnliches Unternehmen dann hochziehen. Insofern, das ist ganz essentiell für die nächsten 20, 30 Jahre, dass wir also in diesem Bereich deutlich stärker zeigen. Und die IHK selbst, wie unterstützen Sie Startups? Wie sind Sie damit involviert? Also wir sind in mehrerlei Hinsicht erstmal so ein bisschen im Hintergrund involviert, sprich wir haben dafür gesorgt, dass die entsprechenden Risikokapitalfonds aufgelegt werden. Das sind EU-Strukturfondsgelder, das haben wir klassisch früher in die Investitionsförderung gegeben. Da sind wir also neue Wege gegangen, moderne Wege. Und ansonsten, es sind auch Unternehmensgründungen, die müssen also dann die Klaviatur beherrschen können, dass ich dann betriebswirtschaftlich vernünftig dann arbeite. Das heißt, sie kriegen also auch die ganz normale klassische Beratung bis hin zu, das haben wir dann in letzter Zeit häufiger, es kommen jüngere Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Wie ist das mit Mutterschutz bei Startups? Wie bin ich da abgesichert? Also auch das Thema Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter spielt da auch eine große Rolle. Insofern ist ein anderes Klientel, ist deutlich jünger, nach unserer Einschätzung auch deutlich weiblicher. Und insofern müssen wir also das klassische Programm von uns dann auch mit. Ja, ich hake noch mal kurz nach, Herr Mais, wie sieht es da aus? Risikokapital, muss das vom Staat kommen? Ich dachte, das kommt immer aus der privaten Wirtschaft und die sind selbst dran schuld, wenn sie sozusagen ins Risiko gehen. Also es wäre sehr schön, wenn dieses Risikokapital ausschließlich aus dem Markt kommt. Leider ist Mecklenburg-Vorpommern noch nicht so ganz an diesen Business Angel und VC Fließband angeschlossen. Deswegen müssen wir erstmal die Initiative selbst ergreifen, müssen zeigen, dass dieses Land natürlich Innovation hervorbringt, die letztendlich Aufmerksamkeit auch bei Investoren außerhalb von MV gelangen. Und ich glaube mal, das Land hat bewusst letztendlich mit uns gemeinsam dann eine Struktur gefunden, wo wir als private Investor gemeinsam in den Fonds investiert haben. Und ich glaube mal, diese EU-Strukturmittel sind ganz, ganz wertvoll, damit eben am Anfang, wo das Risiko sehr, sehr hoch ist, dann eben auch die Grundlage gelegt wird, dass die jungen Menschen sich in diesem Lande auch gründen können, ohne in die persönliche Haftung zu gehen. Weil das darf natürlich nicht sein, dass ein junger Mensch mit einer Idee Risiko eingeht und dafür noch bestraft wird, wenn er vielleicht scheitert. Ja, liebe Zuschauer, wohin EU-Gelder und Unterstützung aus dem Land fließen, das machen wir Ihnen in dem nächsten Film deutlich. Da gibt es nämlich richtige Zentren, wo sich Startups melden können und natürlich auch Netzwerke bilden können. Schauen Sie selbst. Das Digitale Innovationszentrum Schwerin und der Innovation Pod Wismar sind zwei von sechs digitalen Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern. Beide arbeiten unter der Dachmarke Digitales MV und stehen für innovative Ideen und Fragestellungen rund um die digitale Transformation. Gründer finden hier Hilfe und Anregungen für ihre Projekte. Im Digitalen Innovationszentrum Schwerin gibt es für Gründungsinteressierte, Start-ups und freie Projektgruppen Coworking-Arbeitsplätze. Die Arbeitsplatzangebote sind zeitlich flexibel nutzbar und bieten viel Raum zur freien Entfaltung. Oft sind die Gründer erstmal alleine mit ihrer Idee und sie können ihre Ideen schon mal teilen. Sicher im geschützten Rahmen, also oft möchte man seine Geschichte auch nicht jedem erzählen, aber wir bieten an, dass wir hier ein 1:1-Coaching mit den Gründern durchführen und wir methodisch mit ihnen die Idee überprüfen, die sie haben und das Geschäftsmodell entwickeln. Der Innovation Port in Wismar hat seinen Sitz in einem ehemaligen Werkstatt- und Sozialgebäude des Kruse-Speichers im Hafen in der Stockholmer Straße 16. Die Angebote von Doreen Heidenblut-Peters und ihrem Team richten sich an Gründerinnen und Gründer mit digitalen und innovativen Geschäftsideen. Austausch über digitale Strategien ist hier das Thema. Wir beginnen im Prinzip wirklich die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Das kann sein, dass wir über eine Idee reflektieren. Das kann aber auch sein, dass wir gemeinsam schärfen. Wer sind deine Kunden? Was ist dein Produkt? Was ist dein Versprechen? Wir schauen genau, was Geschäftsmodelle sind. Wir heben uns von den klassischen Gründungsberatungen dahingehend ab, dass wir uns konzentrieren auf digitale Geschäftsmodelle oder aber auch diesen digitalen Wandel.
und begleiten aber auch die Netzwerke. Für Vincent Marnitz und sein Start-up ist der Innovation Port in Wismar ein wahrer Glücksgriff. Der 26-Jährige hat gemeinsam mit drei Partnern eine App entwickelt. Diese kann verschiedenste Dokumente digital erfassen und wertet diese mittels künstlicher Intelligenz aus. Der Innovation Port ist wie ein Hub für sehr, sehr viele, sehr wertvolle Kontakte. Also wir sind das erste Mal im Sommer letzten Jahres in Kontakt getreten und seitdem haben sich viele Türen geöffnet. Ich bin mittlerweile sehr in der Startup-Szene Mecklenburg-Vorpommerns vernetzt und daran hat maßgeblich auch Doreen und das Team geholfen. Die Gründerszene in Westmecklenburg ist bunt und entwickelt sich schnell. Durch Zentren wie in Schwerin oder Wismar erhalten die Gründerinnen und Gründer genau die Unterstützung, die sie brauchen, um ihre Ideen auf den Markt zu bringen. Ja, wir haben es gerade gesehen, Gründerzentren sind so ein Baustein, Herr Scheifler. Wie wichtig sind diese Zentren? Was wird da gemacht? Und wie ist auch da wiederum die IHK involviert? Also klassisch nochmal zurück, wurden in der Vergangenheit Technologie- und Gewerbezentren gegründet. Die haben sich entwickelt in Schwerin, in Wismar, in Inselpöhl. Auch sehr erfolgreich. Mit eins der erfolgreichsten in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir auch festgestellt haben, aufgrund von den einzelnen Entwicklungen, wenn sie lauffähig sind mit guten Produkten, guten Dienstleistungen, dann werden sie von anderswoher gelockt. Also müssen wir die Angebotspalette deutlich erweitern. Technologiepark ist das nächste. Und dann haben wir, so wie es also eigentlich in New York entstanden ist, wie es in London entstanden ist, gesagt haben, wir brauchen digitale Innovationszentren, dass wir ganz gezielt an den Hochschulstandorten dafür werben, hier kannst du unterkommen. Art 1, wir haben Räumlichkeiten für dich. Mhm. Zum Zweiten, wir können dich begleiten. Zum Dritten, es ist eine andere Arbeitsatmosphäre, man kann sich austauschen. Also Herr Mais, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft, ist auch regelmäßig dort, Mitarbeiter von uns sind regelmäßig dort. Coworking Areas, als IHK haben wir dann einen sogenannten Flexdesk dann mal etabliert, damit bestehende Unternehmen dorthin gehen können und als Ansprechpartner auch zur Verfügung stehen. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben es an den Bildern gesehen, wie das aussieht da in den Innovation Port in Wismar zum Beispiel oder hier im DEZ in Schwerin. Sind Sie dann vor Ort und schauen, wer da ist und sprechen die Leute gezielt ab? Wie stellen Sie sicher, dass Sie natürlich auch in die richtigen Finanzierungen kommen? Also es fängt viel früher an. Also bevor sich diese jungen Menschen als Team gebildet haben, kennen wir sie meistens schon aus den Universitäten und Fachhochschulen heraus, begleiten sie also schon dort sehr früh, machen aufmerksam, wie dieses Land, welche Möglichkeiten dieses Land als Förderung auch zur Verfügung stellt, betätigen uns vor allen Dingen bei Innovations- und Businessplan-Wettbewerben und schauen einfach, wie sich die Idee entwickelt, gucken nach, welche organisatorischen, rechtlichen, finanziellen Anforderungen braucht dieses Team. Und wenn das Team sich entschlossen hat, dann wirklich eine Gründung zu vollziehen, dann sind natürlich die Digitalisierungszentren sehr wichtig, um in der Vorgründungsphase sich mit allen Facetten zu beschäftigen, um nicht letztendlich nach der Gründung festzustellen, wir haben vielleicht die verkehrte Zielgruppe angesprochen, haben nicht den Businessplan richtig ausgearbeitet, haben uns verkehrt in der Liquiditätsplanung nach vorn ausgerichtet und haben die verkehrten Investoren angesprochen. All das letztendlich, das lernen Sie dann in den Innovationszentren, können eben auch lernen zu pitchen, also wie tritt man bei Unternehmen oder bei Investoren auf. Und ich glaube mal, dieses Hilfsmittel, das hat das Land sehr schnell erkannt, dass es notwendig ist, um frühzeitig vielleicht Verluste der Zukunft zu vermeiden. Wo kommt das Geld her bei Ihnen? Das sind ja nicht nur EU-Gelder, sondern das sind ja auch richtige Banken, die dahinter stehen. Also bei uns muss man sagen, wir sind ja keine Bank, sondern wir sind ja eine Beteiligungsgesellschaft und die Gelder, die wir letztendlich in den Fonds einsetzen, das sind Gelder, die wir in der Vergangenheit durch unsere Investments eingenommen haben. Die fließen wieder zurück in Fonds, weil wir gesagt haben, wir schütten keine Gelder an unsere Gesellschafter aus, sondern Gesellschafter haben uns eine Aufgabe gegeben und gesagt, schützt dieses Land davor, dass Unternehmen mit Risikokapital ausgestattet werden. Und deshalb ist unsere Hauptaufgabe zu sagen, alles, was wir hier in der Unternehmen einnehmen, fließt auch zurück wieder in den Markt und soll jungen Menschen helfen, sich mit diesen innovativen Themen auch zu beschäftigen und die Zukunft dieses Landes zu sichern. Also die Beteiligungsgesellschaft ist auch ein Profit-Center, was sich selber trägt? So ist es. Also genauso kann man das sagen. Und glaube ich, das ist die Form, auch die man erleben muss, weil ich glaube, allein sich auf den Staat zu verlassen, das wäre zu wenig. Der Staat muss Anreize setzen, das tut er auch. Und wir tun letztendlich als Markt mit, zusammen mit eben unseren Partnern, genau das Gegenteil. Wir setzen eben privates Kapital ein, um letztendlich auch zu zeigen, dass ein privater Investor sich an diesen Geschäftsmodellen beteiligt. Weil ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, der Staat finanziert alles, die Risiken verlagern wir mal, dann wären auch Entscheidungen
wahrscheinlich manchmal verkehrter getroffen, als wenn man mit Eigenrisiken dabei ist. Vielen Dank, Herr Meiser, an dieser Stelle. Und liebe Zuschauer, wir wären konkret und haben ein Unternehmen in Wismar besucht, die natürlich auch erstmal Investitionsmittel, also Geld brauchten, um zu starten. Direkt an der Ostsee in der Wismar Bucht, im Hafen und mitten in der Stadt bietet das Technologie- und Gewerbezentrum TGZ in Wismar auf über 12.700 Quadratmetern Mietfläche beste Bedingungen für Gründerinnen und Gründer und ihre innovativen Unternehmensideen. Esther Weise und Josua Dann betreiben hier Trick Lab. Das junge Designer-Duo entwirft in der Hansestadt Keramik. Für die Produktion nutzen sie einen Ton-3D-Drucker. Die Kombination von computergestützten Entwürfen und innovativer Fertigungstechnik ist ihre Geschäftsidee. Das TGZ ist dabei genau richtig für ihre Ansprüche. Wir waren letztendlich auf der Suche nach einer Fläche, die zu unseren Ansprüchen passt. Und das ist gar nicht so einfach. Aber zum Glück haben wir dann hier die Fläche im TGZ gefunden, haben uns hier vorgestellt und die waren direkt begeistert und haben uns dann die Chance gegeben, uns hier auszuprobieren. Und aktuell sind wir sehr zufrieden und können forschen und Prototypen herstellen. Und es macht total Spaß. Die Formen für die Keramik werden mit Hilfe von Algorithmen festgelegt. Ein klassisches Zeichenprogramm reicht da nicht mehr. Im Prinzip lässt man den Computer gewisse Formen, die schwierig wären, händisch zu zeichnen am PC, selber generieren. Und darüber werden natürlich ganz andere, viel komplexere Formen möglich. Die Form steht fest. Esther mischt im nächsten Schritt handelsübliche Tonmasse mit Wasser an. Die optimale Konsistenz ist dabei entscheidend. Nun geht es weiter am Laserdrucker. Nachdem dieser befüllt ist, wird mittels Luftdruck der Ton aus den Düsen gedrückt. So baut sich die Keramik auf. Schicht um Schicht entsteht ein Objekt. Dieses wird dann nachbearbeitet und im Ofen gebrannt. Esther Weise und Josua Dann befinden sich gerade am Beginn ihrer Gründerkarriere. Eine Vision gehört dazu. 3D-Druck ist letztendlich sehr skalierbar, egal ob wir jetzt eine Vase drucken oder einen Becher oder letztendlich ein Haus. Also wir kommen aus dem Architekturbereich und interessieren uns sehr, sehr stark dafür. Und eventuell ist das die Zukunft, in die wir dann später gehen werden. Für Esther Weise, Josua Dann und ihr TrickLab ist das Technologie- und Gewerbezentrum TGZ in Wismar genau der richtige Standort. Hier können sie sich frei entfalten, finden Gleichgesinnte und Beratung. Und Top-Konditionen, um durchzustarten. Herr Meiß, nicht jede Gründung ist auch ein Erfolg. Wie sieht es da aus mit den Risiken? Wie sind die verteilt? Komme ich da als junger Mensch denn auch wieder raus aus den Schulden, die ich vielleicht aufgenommen habe? Also Risiken ist natürlich ein Thema, dem müssen wir uns bewusst sein. Weil wir fangen an mit einer Idee, die ist nun mal neu. Und wir können mit der Idee nicht vorhersagen, ob sie den Markt schaffen. Wir wissen nur eins. Wir haben ein fantastisches Team, wir haben Leute, die letztendlich belastbar sind und wir glauben, dass die Idee letztendlich eine Marktverwirklichung darlegt, dass Kunden auch bereit sind, die Dienstleistungen, die Produkte zu kaufen und für Geld zu bezahlen. Leider ist es natürlich nicht immer so, dass genügend Leute da sind, die eben das Produkt, Dienstleistung kaufen und das Unternehmen vielleicht nach einer gewissen Zeit den Unternehmenszweck nicht schafft, weil das Geld nicht mehr ausreicht. Einerseits hervorgerufen, dass sie zu schnell wachsen, dass uns Kapital fehlt, was letztendlich als VC-Kapital aus anderen Bundesländern nicht nach Mecklenburg fließt. Venture Capital, das sind also Fonds, die sagen wir mal, größer sind als das, was wir haben. Wir reden davon 50, 100 bis 200 Millionen, die diese Fonds eben aufwenden, um dann in der Wachstumsfinanzierung Unternehmen Gelder bereitzustellen, um letztendlich dann diesen Nachhaltigkeitsfaktor des Überlebens auch zu sichern. Wenn ein Unternehmen dann wirklich in die Insolvenz gehen muss, wofür es verschiedene Ursachen geht, dann sind die Kapitalfonds so gestreut,
dass die persönliche Haftung der Gesellschafter ausgeschlossen ist. Wir wollen letztendlich, dass diese jungen Leute letztendlich dann sich ja weiter fokussieren, weil sie wertvolle Bestandteile des Landes sind. Sie sind wunderbar letztendlich in der erreichten Wissenstransfer und können natürlich auch erfolgreich ihr Wissen anderen Unternehmen dann wieder zur Verfügung stellen oder vielleicht eine weitere Gründung machen, die ja dann nicht mehr ausgeschlossen ist. Sehr gute Botschaft, Herr Scheifler, das wäre auch gleich die Überleitung. Warum lohnt es sich zu gründen, eine Existenz zu gründen, wenn man eine kreative, gute Idee hat? Sie können mit einer kreativen, guten Idee versuchen, in einem großen Unternehmen mit eingefahrenen Strukturen sich selber zu verwirklichen. Das klappt oftmals nicht. Insofern ist also der Schritt, ich mache mich mit meiner Idee dann selbstständig. Da haben wir teilweise dann im Rahmen von Pitches teils abenteuerliche Ideen gehört. Mhm. Wenn man dann sich aber mal tatsächlich damit befasst. Ich frage nochmal nach, was sind Pitches? Nicht jeder kann im DIZ in Wismar aufgenommen werden. Also gibt es dann sozusagen Aufnahmepitches, wo dann vorgetragen werden muss, eine bestimmte Zeit, einem bestimmten Fachgremium gegenüber. Und dann wird man sehr schnell feststellen, stehe ich hinter der Idee, sind es nur Flausen im Kopf, ich mache da mal mit, oder brennt man dafür, damit will ich in Zukunft dann mich selbstständig machen und will den Markt und die Welt verändern. Und das ist immer so ein entscheidender Punkt, immer dann, wenn Sie jünger sind, wenn Sie aus dem Hochschulbereich kommen, manchmal auch aus der Schule kommen, dann sind Sie noch nicht in den Strukturen eingefahren, dass man sagt, das ist der geborene Mitarbeiter. Ja, also kurz auf den Punkt gebracht. Warum lohnt es sich zu gründen? Natürlich, um Erfahrung zu machen. Erfahrung machen, nein, das ist auch ein Teil der Selbstverwirklichung. Und viele werden dann quasi sozialisiert, erzogen, du bist der geborene Mitarbeiter. Es gibt aber einen großen Anteil von Jüngeren, teilweise auch Ältere, die wir erleben, die wollen sich selber verwirklichen mit ihrer Idee. Die wollen nicht super reich werden, aber wenn sie in den Markt reinkommen, dann fangen sie relativ schnell an, dann auch Geld zu verdienen und Mitarbeiter einzustellen. Wir haben es ja gesagt, es gibt Unterstützung von der EU, vom Land und vom Bund. Herr Scheifler, reicht diese Unterstützung aus? Wie bewertet das die IHK? Also das reicht alles nicht aus. Wir sind, bleiben wir mal am Beispiel, dann in Berlin-Adlershof. Das ist der Hotspot europaweit für die Startup-Szene. Da werden auch mal eben 200 Millionen platziert. So weit sind wir noch nicht. Aber wir sind inzwischen im Fokus. Es kommen zunehmend mehr andere Kapitalgeber. Und das ist ein dickes Brett. Das muss dann auch die Landesregierung, das müssen alle Beteiligten wissen. Diese Bretter sind genauso dick wie die Technologiezentren, die wir in den 90er Jahren gegründet haben. Also in ungefähr 10 Jahren werden wir deutlich größere Erfolge einfahren. Sie glauben fest daran, Sie auch? Ich glaube sehr fest daran, weil wir merken ja, dass wir in den letzten 7 Jahren sehr, sehr erfolgreich gewesen sind in diesem Lande. Und wenn wir das Erfolgreiche weiterführen und sagen, jeder Gründer gibt sein Wissen weiter oder wird vielleicht mal durch Verkauf wieder Gründer und kann dann vielleicht selbstständig investieren, das, was andere uns vormachen, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren doppelt so viele innovative Gründungen aus den Fachhochschulen und Universitäten sehen hier in diesem Lande. Wir schließen uns dem natürlich an, natürlich auch dem Wunsch natürlich, dass in Mecklenburg-Vorpommern ganz viel gegründet wird. Wenn Sie eine Idee haben, die vielleicht auch geschäftlichen Erfolg verspricht, dann gründen Sie, dann finden Sie hier Beratung bei der Beteiligungsgesellschaft, bei den IHKs im Lande, bei der IHK hier in Schwerin. Gründen Sie und schalten Sie wieder ein, wenn es hier heißt Wachstumsregion Westmecklenburg. Wachstumsregion Westmecklenburg. Aktuelle Wirtschaftsthemen aus unserer Region. Wachstumsregion Westmecklenburg. Das TV-Magazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin.